Ich glaube, ich muss da hin, oder? Okay, P-Switch. Schießen. Weiß nicht, ich denke, das ist Cheese. Weiß nicht, ob es vielleicht auf dem Rückweg. Wie soll denn das gehen? Irgendwas mache ich nicht richtig. Rackel Dennis, vielen Dank für den Fünfer. Raclette? Ne. Ich habe Rackel Dennis sofort gelesen. Sorry, da hast du wohl Hunger. Okay, man muss das den P-Switch mitnehmen. Das ist aber schon, ganz schön widerlich. Nee, Raclette mag ich eigentlich nie. Raclette geht mir zu langsam. Das ist, also, boah, an Weihnachten Raclette oder Neujahr. Da wird meine Urangst getriggert, dass ich nicht satt werde. Ja, voll. Es ist viel zu viel Arbeit für so ein kleines Schälchen dann. Aber das ist das schwerste Level bislang. Verrückt. Ja, zum Zusammensitzen, klar. Das ist ganz nett. Ich finde das auch gesellig, voll. Aber nicht, wenn ich mega Hunger habe. So, das macht mich nicht glücklich. Aber das hier ist so heftig. Der Trick, zwei Schälchen. Naja, gut, zwei Schälchen. Ja, das Wasser. Ja, glaubst du jetzt auch, du hast es komplett ausgedribbelt, das System, ne? Also für mich ist Raclette, da hat jeder drei oder vier Schälchen. Komm, Drecksgame. Moment mal. LOL, es können mehr als zwei Feuerbälle auf dem Screen sein. Ja, lol, habe ich gar nicht gewusst. Dann ist das mit dem Chuck auch gar nicht so schlimm. Ich habe schon automatisch schon in diesem Zweier-Rhythmus gedrückt. Mein Gott, das ist so unnötig, diese scheiß Deathblocks am Ende. Die sind so hardcore unnötig. Kann ich hier drauf stehen? Ja. Thank you.
wie sie. Boah, Alter, das ist ja viel zu hart. Das ist viel zu hart. Ja, nervig. Boah, 20 Minuten in einem Level. Na gut, aber ich werde den Hack auf jeden Fall zu Ende spielen. Irgendwie ganz nett. Also, ich weiß es nicht. Dadurch, dass die Level schön kurz sind, bis auf das jetzt, das vielleicht jetzt nicht. Ja, ich bin auch jetzt nicht richtig in love mit dem Ding hier. Nichts für schwache Nerven. Es bleibt eisig oder was? Forest Frenzy. Nee. Das gefällt mir hier schon mal. Mega nice. Nee, meine ich eigentlich ernst dann, wenn ich cool sage. Na, wohl, nicht immer, ne? Manchmal ist auch dieses, oh, ja, cool. Und es ist Schrott. Es hätte geklappt. Cooles Level, total. Also das finde ich jetzt auch mega. Ach, du Pisser! Cooles Level. Ey, die Spikes sind so nice, muss ich sagen. Die muss es viel häufiger geben. Die sind so gut. Sehr, sehr nice. Okay. Deep Down Depot. Depot? Depot? Okay, das wird wild. Ich sehe es jetzt schon. Oh, der Hintergrund. Unglaublich hässlich. Man sieht nichts. Das geht hier echt in die Hose. Furchtbares Level. Die ersten zwei Sekunden sagen schon, oh Gott, zu diesem Level. Wenn Startscreen so aussieht, dann ist das Level scheiße. Ende. Ja, das ganze, der ganze Aufbau von diesem ersten Screen ist so unterirdisch. Thank you.
Ja, ich glaube ja. 2-3 Minuten in dem Level und ich mach's aus. Das ist komplett scheiße. Also das ist ja hier ein richtiger Hackkiller, dieses Level. Okay, Finale, so langsam. Fort Cobalt. Okay, sobald ich diesen Stein berühre, gibt's Laser, ja? Ja, okay. Sobald irgendwas den Stein berührt. Das Problem am Level ist dieser Sprung hier. Warum? Also der hier ist verboten. Absolut verboten. Schießt der vordere nicht? Okay. Okay, jeder Block triggert einen. Ja, das musst du doch auch erstmal wissen. Wirklich? Alter, was ist das? Wer baut denn diese Lücke da oben? Warum? Ach so, oh lol. Für die Lolz. Ja, es geht. Der ist eigentlich okay, Kapostel. Das war jetzt ein bisschen nervig. Easy. Wie viele Level kommen denn noch? Ich habe irgendwas Falsches gesplittet. Viel zu viele scheinbar. Okay. Gute Plattform. Matthias, was geht? Liebst du den Song, oder was? Oh.
Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Please, oh, come on. Oh, das kann man nicht durchziehen, oder? War das nicht richtiger Murks, Matthias? Ist das nicht nur in deiner kindlichen Fantasie totaler Knüller gewesen? Und eigentlich unspielbar heutzutage? Bestes Spiel, glaub nicht. Ich will jetzt nichts. Ich meine, das ist eher so Kategorie Abfalleimer. Hast du es jemals nochmal gespielt aus nach deiner nach deiner Jugend? Ich meine, das hatte ein großes Kameraproblem. Das letzte Mal vor 25 Jahren gespielt und das beste Spiel. Ich meine, das konntest du nach 5 Minuten nicht mehr spielen. Spiel. Okay. Also. Alter, okay. Bleiben Sie ruhig. Besser als die Schlümpfe, übertreibt nicht. Natürlich nicht besser als die Schlümpfe. Die Schlümpfe sind... Also es, die Schlümpfe ist einfach ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Jeder Teil. Race ist heute um 18 Uhr. Das ist das Weekly Rando. Casual Boots. Geiler Modus. Genau, ist Streampflicht. Wie soll das gehen? Easy. Ein Snack. Ein Snack von einem Level. Okay, irgendwie gibt's noch mehr Exits als gedacht. Obwohl, das sieht das nach dem vorletzten aus. Wir machen einfach so. Okay, ich verbrenne. Nein, bitte kein Scroll. Don't do that. Oh no. Ach, come on. Ja, bin ich. So Knusper-Snacks, die kann ich perfekt imitieren, Bahe. Das war doch Donald Duck. Nee, das war ein Knusper-Snack. Verzehr. Sound. Grüße aus dem Zug. Schon wieder so eine Lüge, Tom Wayne. In Deutschland kann man doch gar nicht im Zug sitzen und irgendwas im Internet machen. Lügt doch nicht. Ja, okay, was für eine... Jetzt baut er das Lügenkonstrukt aus, Tom Wayne. Arschloch einfach. Und jetzt wird's komplett Fantasy Story. Okay. Jetzt wird's komplett unglaubwürdig. Jetzt hast du dich echt unglaubwürdig gemacht. Du hast die ganze Bandbreite dieses fantastischen Internets im ICE für dich, Tom Wayne, weil nur Rentner da sind und die für Heyday auf Facebook keine Ressourcen brauchen. Einfach durchgespielt, das Leben. Man muss also wirklich warten, das ist so. Jesus, das ist kein gutes... So macht man das doch nicht. Auch geiler Jump hier. Oh mein Gott. Endtrick, nein. Da sind meine Grundvoraussetzungen nicht vorhanden.
Was wäre mein Gegenstand gewesen? TPA? Ja, oder die Switch, damit ich sie am offenen Meer einfach für so einen geilen Clip ins Meer werfen kann. Schönes Level aber, wirklich. Zank, der echte. Letztes Level. Schaust du das? Nee. Nichts für mich. Nightsub, danke für 16 Monate. Und Zong, danke für den 5. Okay. Schon wieder der beste Hack aller Zeiten. Das war schlecht. Ah. Ach, der knallt da gegen. Das ist also schon nice gerade irgendwie. Schon auch nice. Ist schon witzig. Oder? Ist schon witzig. Irgendwie cool. Irgendwie cool. Ihm los. Zum blauen Killen. Das geht nicht von unten. Ich kann die Hammer ja nicht da durchwerfen. Den wollte ich nicht abknallen. Witzig. Witzig. Oh no. Ja, jetzt kommt so ein Müll-Boss-Fight, der wieder den ganzen Hack abwertet. Es ist halt, ach, Boss-Fights, ne? Nerven einfach nur des Todes. Ja. Alter, da hätte ich erst einen Hit gemacht, oder was? Alter, wie lang wird denn der Fight? Jesus Christ. Auch hier ein anderes Setup. Jetzt habe ich das Problem hier. Ha. Okay. Cool. Let's go. Ja, war gar nicht so doof. Am Anfang habe ich gedacht, oh, Scrolling, Bossfight, oh. Aber, hey, war schon okay. Und dann nur One-Hit. Ja, genau, ausreichend. Witzige Sache. Also, kann man gar nichts sagen. Let's go. Schon ganz gut. Sehr kreative Sachen. Für mich nur manchmal ein bisschen zu hakelig irgendwie.
Also der Flow hat gefehlt, ne? Ist kein Hack, den ich nochmal spielen würde. Waren kreative Sachen bei, aber du hast eigentlich ein Obstacle nach dem anderen irgendwie gemacht. Ich mochte die Custom Power-Ups, sehr cool war das. Aber ich mag auch die Credits gerade. Ja, das war auch ein nettes Level. Also es war sehr Timing-lastig. Hey, aber die Credits sind schön. Mit den einzelnen Screenshots nochmal. Das kann man sich mal merken. Das war geil, das Level. Das ist echt eigentlich ganz nett. Jetzt haben wir noch 30 Minuten. Ein kurzer Hack geht vielleicht noch. Aber ich würde gerne wirklich um 15 Uhr anfangen mit Pokémon, nicht vorher. Short Journey, sollen wir das mal machen hier? Ich weiß, Nefall. Nee, ich glaube, ich mach den von Hentai Carmen. Bist du noch im Chat? A Short Journey, das ist doch... Der wird länger dauern. Was ist denn mit dir los? Das sind doch nur 8 Exits. Nee.